Ich hoffe, das sind alle. Und jetzt? Ach, du Schande. Nee, so hatte ich mir das eigentlich gedacht. Das war einfach wie gedacht. Okay. Hier fehlt aber scheinbar was fürs Dynamit, oder? Da fehlt mir auch noch was. Da kann ich den vielleicht schon hier einsetzen. Okay, dann ist es nicht das Uhren... Ah, Moment. Moment. Ich bin so doof, ne? Ach, das schöne Löwe. Ach, da fehlt mir mal ausnahmsweise nichts. Das ist doch mal schön. Ohne die fehlenden Objekte kann ich die vielleicht... Ja, natürlich. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich hab... Das noch. Ja gut, mir fehlt halt noch das da. Aber wie ich das denn her? Also jetzt mal kein Wimmel bemerkt. Ich habe was beim Brunnen vergessen. Oder im Stall. Nö, hier nicht. Hier draußen vielleicht? Dann irgendwas vergessen habe. Hier irgendwo, irgendwie, irgendwas. Nö, ich kann die Bank jetzt auch nicht mehr anklicken. Das ist aber irgendwie schon gut gemacht, dass ich nichts mehr anklicken kann, wenn ich damit fertig bin. Also komplett fertig. Aha. Ich hab jetzt einen Stein. Wozu? Kann ich das Gemälde kaputt schlagen? Nein. Überfragt. Ich darf noch was am See. Mal sehen. Nein. Soll ich denn jetzt ein bisschen Fragment machen? Ich kann ja noch was am Löwen machen.
gut, und halt bei dem Gemälde kann ich noch was machen, aber ich weiß nicht was. Ich will mal einen Tipp holen. Ich hole mir gerade mal einen Tipp. Ach, stimmt. Okay, daran habe ich nicht mehr gedacht. Entschuldigung. Da war ja noch was. Ah, das hatte ich schon ganz vergessen. Okay. Entschuldigung. Ach, das sind die Buchstaben. Geliebt. Dies wurde bestimmt mit Absicht geschrieben, aber von wem? Steht sie aber ganz schön schnell wieder auf. Ja, Entschuldigung, Asche auf mein Haupt an den Wegweiser, dass da nochmal was dran war, hatte ich da gar nicht mehr dran gedacht. Okay. Was muss ich tun? Gib das Passwort ein. Die Reihenfolge der Buchstaben stimmt nicht. Finde die richtigen Reihenfolge. Ah, okay. Moment, ich muss gerade mal gucken, wie die Stamm sich. Oh mein Gott, okay, jetzt muss ich mal gucken, wo die Buchstaben jetzt stehen. So wie ich sie eingegeben habe. Müsste doch aber eigentlich so stehen. Moment nochmal. Ich schreibe mir das jetzt gerade mal per Hand auf. Das lässt sich dann für mich leichter nachvollziehen, welcher Buchstabe wann kommt, weil das müsste doch eigentlich so passen. Und jetzt springt das T dahin. Das B ist hier. Dann springt das E dahin. Moment, das muss ich dann in einer anderen Reihenfolge machen. Das muss dann T, E, B. Moment, also das T springt dahin, das B geht dahin und das E springt dahin. So. Das heißt, ich muss erst das T, das stimmt. Dann kommt das E, damit es dann hier ist und dann das B. Was bedeutet? Das E springt dann dahin. Das müsste noch stimmen.
Das L ist dann da. Das E kommt dann dahin, das stimmt dann auch nicht. Das muss dann erst E und dann L. Und versuchen wir das mal so. T E B I E L G. Verdammt. Ach nee, das war richtig. Ah, ich bin so gut. Ah, es hilft, wenn man sich so Sachen aufschreibt. So, damit haben wir ja dann alles. Jetzt geht's nur noch da um die Wurst. Bringe alle Scheiben an ihren entsprechenden Platz. Eine Scheibe kann nur an einen freien Platz wandern. Was? Ach so, hier fehlt aber was. Ach so, okay, ich verstehe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich muss ja jetzt erstmal alles rauskriegen, was nicht hier reingehört. Was ich vermutlich auch nicht schaffen werde. Das gehört hier aber auch, glaube ich, rein. Moment, das da oben gehört dann nicht rein, weil das da, das und das. Dann ist aber eins hier noch falsch drin, oder? Wie sind die Muster? Das da oben ist noch falsch. Wenn ich das jetzt so mache, dass ich das dann darüber. Okay. Das war nicht so klug. Wobei, ich muss eigentlich das da rauskriegen wieder. Moment. Ist gar nicht so schwer, jetzt das rauszukriegen, was ich nicht da drin haben möchte. Ah, so, okay. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Platz, um hier zu arbeiten. Die sind noch falsch rum. Das müsste so passen. Dann so. Oh Gott. Warum habe ich hier nur
3. Fehlt einer. Das mich aber nicht tangiert. Achso, sonst würde das ja gar nicht mit dem Schieben funktionieren. Ich habe nichts gesagt. Die muss ich jetzt gerade Platz vertauschen. Ach, gerade. Du sagst das so, als wäre das einfach. Ja? Nicht richtig. Stimmt das da drüben vielleicht nicht? Ach, okay. Das macht, glaube ich, Sinn, dass das so sein muss. Das war doch gar nicht so schwer. Das Gewehr ist eine edle Waffe. Es ist schön und tödlich zugleich. Es kann Frieden sicherstellen oder große Schaden anrichten, wenn du die richtige Munition hast. Okay, ich habe jetzt ein. Das fehlt immer noch. Ein Gewehr. Kann ich damit? Habe ich denn Munition drin? Ich habe keine Ahnung. Kann ich denn damit vielleicht die Kette aufschießen? Schade. Kann ich damit vielleicht das aufschießen? War das etwa mein Dämon? Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen kann. In dem Tisch ist eine abgeschlossene Schublade, aber sie hat kein Schlüsselloch. Sie ist nur überdreht mit dem Mechanismus verbunden. Lass mich raten, ich habe nicht alles, was ich brauche, um dieses Rätsel zu lösen. Nein, Moment, ich möchte gerne. Natürlich fehlt mir noch ein Kolben. Okay. Der Regalschrank ist geschlossen. Jemand hat das Drachenmedaillon entfernt. Ich kann ganz viel am Tisch machen, aber Fenster, da ist ein Bolzenschneider. Bolzenschneider. Darf ich in den Keller? Engel, Spielkarte, Muschel, schwarze 8, Schraube, Schere, Messkolben, Messer, Marienkäfer, Schmetterling, S und Klinge. Nee, Klingel. Klingel, nicht Klinge. Klingel. Eine schwarze 8. Kolben. Ah, ich krieg. Okay, ich krieg den Messkolben. Spielkarte. Marienkäfer, Schmetterling.
Schere. Eine Mupfel wieder. Wo ist denn die Mupfel? Das Spiel gerade schon mal. Mupfel. Messer. Das ist nur die Schraube. Schraube. Das war gemein versteckt. Gut, hätte ich das, dann gehen wir zum Tisch.